279 Euro für durchschnittliche Kopfhörer. Ich hatte die AirPods Pro. Stopp, Anton, warum schreist du so? Ach so, sorry, ich hatte noch Noise Cancelling an. Dann machen wir es lieber nochmal. 279 Euro für durchschnittliche Kopfhörer. Ich habe die AirPods Pro der zweiten Generation die letzten zwei Wochen fast durchgehend in meinen Ohren gehabt. Und warum ich glaube, dass sie viel mehr sind als nur irgendwelche Kopfhörer und vielleicht sogar das Wichtigste, was es im Apple-Ökosystem gibt, das klären wir in diesem Video. Also viel Spaß mit dem Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich möchte gleich zu Beginn einmal ankündigen, dass das hier kein normales Review wird, davon gibt es zigtausende auf YouTube, sondern ich möchte wirklich die AirPods Pro eher unter dem Punkt betrachten, dass sie eben viel mehr sind als ganz normale Kopfhörer. Die AirPods Pro der zweiten Generation sind erstmal ganz normale True Wireless Kopfhörer. Sie kommen wie immer in dieser weißen Case und das Design der AirPods ist auch mittlerweile ikonisch. Jeder kennt es und die einzigen, die es gut faken können, sind die bei Temu. Wenn ihr da mal irgendwie einen Vergleich zwischen China-Schrott und echten AirPods haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Die Case ist für das, was drin steckt, wirklich unglaublich klein. Also ihr könnt sie über Whoist orten. Ihr habt einen kleinen Lautsprecher drin, sodass ihr da auch, wenn ihr sie mal verlegt habt, einfach einen Ton abspielen könnt. Außerdem habt ihr MagSafe dabei, das heißt, ihr könnt sie kabellos laden. Und wenn man sich überlegt, dass das alles in dieser kleinen Case drin ist und es mal vergleicht mit den Edifier NeoBuds Pro 2, die wir im letzten Video getestet haben, dann fragt man sich wirklich, wie Apple das gemacht hat. Die Kopfhörer selbst kommen, wie schon erwähnt, in diesem typischen, ikonischen Zahnbürsten-Aufsatzdesign, sage ich dazu immer. Das heißt, ja, sie haben so einen kleinen Stiel, darüber wird dann auch der Kopfhörer gesteuert über Druckgesten. Und wenn man sie dann ins Ohr packt, dann kommt das Erste, was wirklich auch wichtig ist für dieses Video. Sie sind nämlich federleicht im Ohr, man spürt sie schon nach wenigen Minuten nicht mehr und hat wirklich das Gefühl, man hätte gar keinen Kopfhörer mehr in den Ohren. Gesteuert werden die AirPods Pro über ein Zusammendrücken des Stiels. Das fand ich zum Anfang so ein bisschen strange, aber man muss sagen, das hat den großen Vorteil, dass es fast keine Fehleingaben gibt, wie bei ganz normalen Touch-Steuerungen. Außerdem gibt es eben kleine Touchflächen, die ihr dann dazu nutzen könnt, um die Lautstärke zu steuern. Das ist also auch eine ganz coole Geschichte, dass das hier verbaut ist. Ihr wisst, ich lege da mal großen Wert drauf, dass es bei den Kopfhörern funktioniert. Bei den AirPods Pro geht es zum Glück. Was die Funktion angeht, so kann man eines mit ihnen wahrscheinlich am besten machen und das ist Musik hören. Zumindest dachte ich das am Anfang. Und versteht mich hier nicht falsch, denn insgesamt klingen sie wirklich gut und durch das 3D-Audio sogar so räumlich, dass man wirklich das Gefühl hat, im Geschehen zu sein. Allerdings eben nur gut und nicht sehr gut, was man eben bei 279 Euro Kopfhörern erwarten würde. Und was meine ich jetzt damit, dass sie nicht sehr gut klingen? Naja, bei mir lösen sie einfach nicht diese Emotion aus, die ich brauche. Also sie haben ein sehr gut abgestimmtes Klangbild, auch der Bass, der ist schön differenziert, ist auch so ein sehr weicher, angenehmer Bass, der so schön das Trommelfell schon fast massiert. Aber trotzdem fehlt mir einfach so dieses gewisse Etwas, was dann am Ende diese Emotion auslöst. Und das erwarte ich einfach bei 279 Euro Kopfhörern. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass es jetzt im Alltag nie den Moment gab, wo ich dachte, ich brauche jetzt bessere Kopfhörer oder dass ich wirklich so komplett unzufrieden war mit dem Klang. Man muss bloß einfach diesen Preis im Hinterkopf haben und dazu dann der Klang und es passt einfach nicht, da ist einfach noch Luft nach oben. Damit sind wir auch schon bei Part 2 und wenn der Fokus bei den AirPods Pro der zweiten Generation nicht auf dem Klang liegt, dann ist jetzt die Frage, wo liegt denn der Fokus? Und die Antwort, die ist ganz einfach, denn die AirPods Pro sind quasi nicht irgendwelche normalen Kopfhörer, sind viel mehr als das. Sie sind quasi die Verbindung von euren Ohren mit all euren Apple-Geräten. Das heißt, jedes Gerät, was du anschaust, den Apple TV, das MacBook, das iPhone, wird quasi direkt mit euren Kopfhörern connected und das so schnell, dass du es quasi nicht merkst. Und es funktioniert so schnell und zuverlässig, dass man manchmal komplett vergisst, dass man noch Kopfhörer aufhat und wirklich denkt, dass der Ton da aus dem iPhone rauskommt. Das heißt, wenn man in der Bahn sitzt, dann bin ich manchmal richtig, dass ich so gucke, okay, kommt das jetzt hier gerade aus dem iPhone raus oder habe ich wirklich noch Kopfhörer auf? Einfach weil sie eben auch so leicht sind, dass man sie kaum in den Ohren spürt. Gruselig wird es besonders dann, wenn du vergessen hast, dass du noch Kopfhörer in den Ohren hast und Siri dir auf einmal aus dem Nichts eine Nachricht vorliest, weil das funktioniert über die AirPods Pro auch. Und die kannst du dann sogar auch gleich über die AirPods noch beantworten. Also auch das ist eine ziemlich spannende Funktion, die ich eben sehr häufig im Alltag nutze. Und auch wenn Siri nicht die intelligenteste Sprachassistentin ist, muss man sagen, wenn man die immer im Ohr hat, ist es schon wirklich eine praktische Sache. Man sagt einfach, hey Siri,
und schon kann man die Frage stellen, wie wird das Wetter morgen, schreibe eine Nachricht an XY, die Nachricht formulieren und absenden. Also man hat quasi die ganze Zeit so einen persönlichen Assistenten im Ohr, was ich im Alltag sehr oft nutze und mein iPhone quasi dauerhaft einfach nur in der Tasche habe. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn man AirPods Pro hat, braucht man eigentlich keine Apple Watch mehr, denn alles, was ich sonst über die Apple Watch mache, also zum Beispiel das Wetter abrufen oder eben eine Nachricht lesen, das funktioniert auch alles über die AirPods und außerdem geht es eben noch viel schneller und zuverlässiger. Von daher, ja, wie gesagt, könnt ihr eigentlich eure Apple Watch zu Hause lassen, wenn ihr die AirPods dabei habt. Als letztes möchte ich noch einmal speziell auf ANC, den Transparenzmodus und 3D-Audio zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass nur durch diese Funktion und so wie die Funktionen eben aufeinander abgestimmt sind, dieser Effekt der zweiten Ohren zustande kommt. Also dass man das Gefühl hat, man hätte keine Kopfhörer mehr drin, sondern nimmt die Umwelt wirklich so wahr, wie sie eben ist. Denn was würde es bringen, wenn man Kopfhörer hat, die wirklich gut in den Ohren liegen, sodass man sie quasi nicht mehr spürt, dann aber ein schlechter Transparenzmodus oder ein schlechtes ANC diesen Effekt wieder zunichte macht und man eben nicht mehr das Gefühl hat, man hätte keine Kopfhörer in den Ohren. Von daher ist es eben wirklich ein wichtiger Punkt und es können die AirPods Pro wirklich gut. Ich habe die Kopfhörer nämlich die meiste Zeit im Active Noise Cancelling Modus. Hat dann den großen Vorteil, dass es eben eine automatische Spracherkennung gibt. Das heißt, wenn ich irgendwie angesprochen werde oder selber spreche, dann schaltet sich automatisch der Transparenzmodus an. Und wenn dann der Transparenzmodus dauerhaft an ist, dann habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass ich Kopfhörer auf habe, weil die Mikrofone einfach so gut sind und weil die Kopfhörer eben so gut abgestimmt sind, dass alles sehr, sehr natürlich und fast überhaupt nicht verzerrt klingt. Und ich damit dann wirklich durch den Alltag laufen kann und die ganze Zeit die Kopfhörer drin haben kann, aber eben trotzdem noch den Sprachassistenten Siri und eben trotzdem noch die Möglichkeit, nebenbei Musik zu hören. Spannend ist auch der adaptive Modus, und zwar passt der nämlich die Außengeräusche immer an die Situation an. Der soll auch so ein bisschen intelligent sein, das heißt, der lernt, wo du quasi welchen Modus manuell einstellst und passt den dann eben adaptiv an, sobald du diesen Modus aktiviert hast. Und das ist eigentlich wirklich eine ganz coole Sache, weil man eben, wenn man anfängt zu sprechen, dann schaltet der eben um durch die Spracherkennung. Manchmal ist das ANC gar nicht so stark, weil man zum Beispiel zu Hause es uns auch nicht braucht. Wenn man dann aber am Zug sitzt, es sehr laut um einen ist, dann wird das ANC eben verstärkt. Also es passt sich quasi wirklich immer an jede Situation an. Finde ich auch auf jeden Fall auch eine sehr nette Funktion. Und es gibt auch noch ein paar andere nette Spielereien. Zum Beispiel gibt es einen automatischen Gehörschutz. Das heißt, wenn Geräusche um euch herum sind, die wirklich schädlich fürs Gehör sind, dann versucht Apple, die noch stärker herauszufiltern. Dann gibt es noch eine automatische Lautstärkenanpassung. Auch das ist so ein kleiner, ja, intelligenter Modus. Das heißt, der guckt immer, wann ihr wo, wie laut Musik hört und passt es dann eben automatisch an, sodass ihr immer die optimale Lautstärke für eure Umgebung habt. Zudem hatte ich ja gerade schon ganz kurz 3D-Audio angesprochen. Und da gibt es eine Funktion, die euren Kopf erfasst. Und ist besonders dann cool, wenn ihr Filme schaut, weil ihr wirklich das Gefühl habt, ihr seid im Geschehen. Es entsteht fast so ein kleiner Dolby Surround-Effekt bei Filmen. Und außerdem habt ihr eben auch diesen Effekt, wenn ihr den Kopf dreht, dann kommt der Ton immer aus der Quelle, also sprich aus eurem iPhone, aus eurem MacBook. Und dadurch wirkt es manchmal wirklich, es kommt aus den Lautsprechern. Auch da bin ich immer mal so ein bisschen prüfen gegangen, ob ich gerade wirklich die Kopfhörer anhabe oder ob alle im Zug mithören können, was ich hier gerade schaue. Also es funktioniert wirklich so realistisch, dass man manchmal wirklich ganz schön verwirrt ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass beim Filmeschauen der gleiche Effekt kommt wie beim Musikhören. Also ihr habt wieder einen guten Klang, aber eben keinen sehr guten Klang. Das erzeugt am Ende einfach nicht dieses Kinoerlebnis, diese tiefen Subbässe und dieser Dolby Surround Sound. Es ist ein guter Klang, aber eben kein sehr guter Klang. Das soll ich einfach nochmal gesagt haben. Ist beim Filmeschauen aber auch, finde ich, nicht so dramatisch. Fazit: Sind die AirPods Pro der zweiten Generation 279 Euro wert? Und ich würde sagen, das hängt von euch ab. Wenn ihr wirklich großen Wert auf Musik hören legt, also auf guten Klang, dann bekommt ihr wahrscheinlich für 279 Euro wesentlich bessere Kopfhörer als die AirPods Pro. Möchtet ihr aber euer Apple-Ökosystem erweitern, wollt einen Sprachassistenten direkt im Ohr haben, der euch alle Nachrichten vorliest, mit denen ihr Nachrichten beantworten könnt, eure Musik steuern könnt, nach dem Wetter fragen könnt, die Uhrzeit und damit irgendwo auch schon fast eure Apple Watch und euer iPhone ersetzt, dann solltet ihr auf jeden Fall zu den AirPods Pro greifen. Außerdem sollten wir auf jeden Fall auch mal in die Zukunft schauen. Ich meine, es gibt jetzt schon erste Ansätze davon, den Sprachassistenten, den KI-Sprachassistenten immer dabei zu haben. Und ich glaube, Apple mit viel Geld und viel Kapazität wird nicht lange brauchen, bis sie auch ihren ersten KI-Sprachassistenten rausbringen. Und wenn der dann auf die AirPods kommt, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich gar keinen Weg mehr drumherum. Dann habe ich den immer im Ohr, kann ihn jede Frage stellen. Ich glaube, es könnte eine ziemlich blühende Zukunft werden, auch ein bisschen gruselige Zukunft.
Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch nicht so unwichtig. Außerdem muss man auch sagen, ist hier der H2-Chip verbaut, der dann am Ende auch mit dem Provision-Headset funktioniert und dadurch dann eben auch latenzfreien Sound ermöglicht. Das merken wir jetzt schon, wenn wir zum Beispiel am Mac Videos schneiden, dass der Sound latenzfrei ist. Aber später wird es eben noch viel essentieller, wenn das dann wirklich unsere zweiten Ohren werden. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Funktionen ihr vielleicht noch nicht kanntet oder welche Funktionen ihr am liebsten nutzt. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn euch das weitergeholfen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche zum nächsten Video. Oder aber hier, denn da kommt ihr zu meinem letzten Video. Schaut da auch gerne mal vorbei. Bis dahin, euer Technikmonk.